Wir hören wieder zurück bei Raft. Ach, willkommen. Raft. Ja, was machen wir heute? Wir segeln heute durch die Weltmeere, ne? Und machen den Welt zu einem besseren Ort, so wie in jeder von unseren Folgen. Ja, so ist es halt, ne? Also ganz ehrlich, ich finde, diese Welt hier wird durch unsere Anwesenheit alleine schon aufgewertet. Auf jeden Fall. Schon als wir uns eingeloggt haben. Ja, ist so. Huch, ich habe irgendwie so... Hä, ich habe jetzt Faustin-Probleme gerade. Ich habe Tearing bei mir. Wie kann das denn passieren? Hatte ich nie. Achso, weil ich die Qualität runter... weil ich die Qualität runtergesetzt hatte, hat er Faustin ausgemacht. Ja, besser. Komisch. Aber die Qualität ändern hat auch nichts gebracht. Nee, das muss irgendwas mit den Servern, mit der Verbindung, irgendwie sowas muss das zu tun haben, ne? Es kann niemals daran liegen, dass wir ein größeres Floß haben. Das wäre merkwürdig. Nein. So. Auf keinen Fall. Das wäre sehr suspekt. Sus wäre das, Erik. Das wäre Sus. Sus. So, Sus. Okay. Ach, weißt du was, dann trinke ich hier nochmal schnell was raus. So, blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Auf dem Grill schmeiß ich mal ein paar Kartoschki und ein paar Planken. Die anderen sind eingepflanzt. Alles gut gemacht. Ich muss halt wieder arbeiten, ne? Der Tobias macht mir wieder gar nichts. Naja. Weißt du, er hat vier Kartoffeln da reingestöbbelt und denkt, er wäre der Vorarbeiter vor dem Herrn hier, weißt du? Ah, ja, es bleibt halt immer an mir. Ja, ja, ja. Dafür gönne ich mir mal das Bärensteak hier. Und zwei gegarte Brassen. So. Dann nochmal schnell Wasser auffüllen. Mann, oh Mann, man hat's auch nicht einfach. Netze wollte ich noch zu Ende machen, ne? Ich wollte die Netze 1, 2, 3 fehlen noch. Dann haben wir die zumindest mal komplett durch. 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 Nicht doof, ach hier, ne? Oh, jetzt kommt der Müll von der Seite hier auf einmal. Das ist ja interessant. Spannend. So. Da fliegt mir gleich der Hoden weg. Wo fliegt der denn hin, der Hoden? In die Luft. Hui. So. Der große Houdini. Erik, tolle Neuigkeiten. Ja? Wir haben wieder zwei volle Plastikkisten. Gott sei Dank. Oh, ich hab wirklich schon gefürchtet, dass das Plastik irgendwie bald ausgehen würde. Nein, gar kein Problem, Erik. Ich war so am Limit, Tobi. Ich hab gezittert. Soll ich mal einen Bienenstock machen? Ja, mach mal. Mal gucken, was passiert. Ich hab einen Bienenstock gebaut. Wo stellst du den hin? Ich will das auch sehen. Ich würde oben, oder? Ich weiß selber noch nicht, wohin. Kann man doch bestimmt wieder abbauen, oder? Ja, mit Sicherheit, oder? Hä? Voll cool, der Baum hier. So, warte, ich mach den auch mal hier hin. Hallo! Los, hallo, Honig jetzt! Ach, Honig lieben Blumen in der Nähe. Oh. Das heißt, wir brauchen ein Blumenbeet oder was? Nehmen wir hier das Gras, ne? Was wollen die noch? Was für Blumenbeete sind da gemeint? Reicht das Gras hier oder hier so eine getoppten Blumen? Ich denke mal, die wollen so ein Blumenbeet haben wahrscheinlich, ne? Gibt's denn Blumenbeete? Blumine? Blumenbeet, ne? Ich weiß es nicht. Wir haben Anbauflächen. Wiese, große Anbaufläche, mittlere Anbaufläche, kleine Anbaufläche. Und dann haben wir noch die Blumenpötte halt, ne? Ich dachte, in echt kommt der Honig auch einfach so aus der Luft. Ja, weiß ich nicht. Hätte hier natürlich sein können. Hier gibt es noch Blumen halt als Dekoration, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ist. Puh. Aloe Vera, grün und schleimig. Schleimig. Kaktus. Groß und schön, Monstera. Rote Blume, damit machen wir eine Rose. Ja, eine Rose.
Just for fun. Nur mal gucken, was passiert. Oh. Das wird's sein. Jetzt ändert sich das ganze Bienengame. So ein kleines Pissding, wa? Nun. Warte. Möchte ich dir eigentlich überreichen, Tobi? Von Herzen. Ja, okay, gut. Ich weiß nicht genau, welche Blumen gemeint sind. Uhren, Weltkugel, Feuerholzständer. Soll ich mal die Wiki anhauen? Wenn du magst, gerne. Wie heißt das Ding? Ist ein Bienenstock, heißen die Dinger, ne? Bienenstock, genau. Ich schau mal. Mm. Raft. Mhm. Raft. Mhm. Bienen. Oh, die Fettfinger heute wieder. Stock. Ja, jetzt kommt der spannende Teil, sagst du, ja. Aha, Athlet. So, hier, pass auf. Der Bienenstock gehört zu anderen Items. Er muss in der Nähe einer kleinen Anbaufläche, die mit Blumen bepflanzt ist, stehen. Es dauert 8 Minuten, bis 1 bis 3 Honigwaben im Bienenstock entstanden sind. Ach, wir können ja auch Blumen pflanzen in die Anbauflächen. Stimmt. Mhm. Tobi, neue Insel. Oh! Segel ausrichten. Segel ausrichten. Okay, das heißt, wir brauchen also auch eine Gartenabteilung, ja, so ein Wintergartenmäßig, oder? Ja. Aber also wow. Ich glaube, wir werden das Boot auch noch in die Höhe bauen müssen. Es geht gar nicht anders. Ja, klar. Also kommt auf jeden Fall mindestens noch eine Etage drauf. Mindestens eine. Das ist Also für das, was wir alles bauen wollen, Tobi, da ist. Puh. Und vor allem mit den Tieren, dann die Blumen für die Bienen. Ich weiß gar nicht, wie viel man da optimal braucht. Das müssen wir auch noch rausfinden. Soll ich einen stationären Anker bauen eigentlich mal? Achso, ich habe jetzt schon Anna wieder gebaut, aber können wir zur nächsten Insel, sollten wir das vielleicht wirklich mal machen. Okay, coolio. Aber der wird wahrscheinlich auch nicht ewig halten, ne? Schätze ich mal. Ja, man, bei diesem Spiel weiß man ja nie. Hier ist ja gefühlt alles aus Papier. Kannst wahrscheinlich dann dreimal benutzen. Mm. Game Changer! Ja. So. Ja, sag mal. So. Mal gucken. Naja. Richtig sanft kommen wir da nicht rein, aber. Oh. So. Spar momentan viel Holz durch den Motor. Ja, besser ist das. Ich glaube, wir sollten, bevor wir die Motoren noch wieder benutzen, sollten wir 2, 3 Kisten Holz erstmal ansammeln. Besser ist das, glaube ich. Glaube ich auch. Und selbst dann wird es wahrscheinlich sehr schnell, sehr wenig. So, Schrott sammle ich auch wieder. Also, ne, also. Ja, hab ich vorhin. Nee. Gut. Tobias. Also, wenn du mich so blöd fragst, dann nee. Warum bist du jetzt so, Tobias? Ich erkenne dich gar nicht mehr wieder. Wir waren doch mal Freunde. Gemeinsam durch dick und dünn. Klingt wie die jüngere Version von. Was? Klingt wie die jüngere Version von Udo Lindenberg. Tobias! Tobias! Die noch nicht ganz so kaputte Version. Mein Floßmädchen. Was? Der singt aber über Mädchen. Ja, ich höre nicht so viele Lieder von ihm. Mein Alkoholmädchen und wir saßen an der Grenze. Du warst 15 und ich war 37. So. Was? Jeder dritte Song. Was? 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 Ja, die saßen ja da nur. Ach so. Da ist ja nichts passiert. Da ist ja erstmal per se nichts passiert. So, warte. Habe ich einen Haken? Scheiße, da. Also Eisen ist aber schwierig hier, ne? Hör bloß auf.
Ich sammle schon wieder Sand. Oh, eine Muschel. Ja. Geil, Sand. Ich weiß. Ach so, ich bin hier unter dem Boot. Ich wollte gerade sagen, ich weiß, ich werde es nicht bereuen, diesen Sand zu sammeln. Hoffentlich. Können wir wenigstens Fensterscheiben draus machen, glaube ich, ne? Oh, das wäre aber cool, wenn das gehen würde. Ich bin bei dem Game bestimmt, aber nicht oder? So sicher. Ja, weiß ich nicht. Gibt es denn hier sowas wie Fensterscheiben? Weil dann würde ich wirklich gern Wintergarten machen. Kannst, oh, ein bisschen Metall. Kannst du das nicht einschmelzen und dann kriegt man doch Glas da draus, oder? Ist das nicht wie bei Minecraft? Dann? Das wäre auch mein erster Gedanke, aber nun, ich weiß es nicht. Gibt es denn mal in diesem Spiel Fenster? Ich kann mich gar nicht erinnern, welche gesehen zu haben. Ich weiß es nicht. Also Glas gibt es, deswegen dachte ich, es gibt auch Fenster, aber vielleicht denke ich das zu weit. Ich habe keine Ahnung. Tobias, bitte. 7 Steaks pro Sekunde, ja? Ja, okay, gut. Ja. Nee, weiß ich nicht. Also ich hoffe, du hast recht. Da freue ich mich immer. So. Oh, geil, Ton. Tobi, der Ton macht die Musik. Dum, 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 dum. Hallo, ich bin Ton und das ist meine Band. Olaf? Ton? Nein, lassen wir das. Bitte. Bitte. Ja. Die Tornados. So heißt die Band. Wow. Mhm. Und wo das herkommt, Tobi, da gibt es noch viel mehr. Ja, das. Oh Gott. Huch. Ach. Ich nehme mal Seetang mit, ne? Ich weiß nicht, brauchen wir das? Ja, können wir. Also, ich weiß noch nicht genau, ob wir das wieder brauchen, aber es geht uns langsam aus. Haben ist besser als brauchen. Richtig. So. Hattest du als Kind eigentlich auch mal so einen Schulturnister? Was für ein Ding? Ein Turnister. Nee. Für die Schule. Was ist denn ein Turnister? So ein Scout-Ranzen? Ach so, ja doch, ja, von Scout hatte ich auch einen, ja, doch klar. Ah, siehste. Und dann so irgendwann ab der 5. Klasse hatte ich einen Rucksack gehabt, also so. Ja, genau. Und den muss man aber auch locker über einer Schulter natürlich hängen lassen. Ja, klar. Das ist wichtig, sonst bist du nämlich Assi oder so Nerd. Aber ich hab das, wenn ich den mal dann komplett über die Schulter hatte, konnte man immer so die Finger und die Hände so geil da reinhängen. So und so. Ja, das stimmt. Es sei denn, wenn mega schwer, weil man zu faul war, die Bücher für den Tag zu sortieren, man hat einfach alle Bücher mitgenommen. Und dann war immer der Riemen, da hast du den Daumen drunter geklemmt, damit er nicht so in die Schulter scheuert oder in den Arm. Ja. Und ja. Dann hat es stattdessen in den Daumen gescheuert, was die besser war. Ich war auch so ein Kind, der immer alle Bücher und Hefte dabei hatte, weil er auch nie seinen Stundenplan im Kopf hatte. Ja, genau. Weil, weiß ich nicht. Dann im Unterricht so hob man irgendwas raus und dann, keine Ahnung. Schlag mal irgendwas hatte so und so auf und dann war alles so optional irgendwie. Ja. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich bis heute nicht verstehe, warum die Kids ihre Bücher nicht einfach in der Schule lassen können. Ja, mit so einem Spind einfach, wie, ich weiß nicht, USA, ne, die machen doch auch sowas. Das verstehe ich halt auch nicht, warum du das immer hin und her schleppen musst, immer und immer wieder. Ich habe keine Ahnung. So könntest du halt auch vermeiden, dass die Kinder halt irgendwie immer ständig Negativerlebnisse haben, wenn sie das Buch mal vergessen haben oder so, keine Ahnung. Da gab es bei uns früher dann auch immer, gab es dann immer Eintrag ins Klassenbuch und sowas, wenn du zu oft das Buch vergessen hast. Ja. Dein Westermann-Atlas. Ja, 700 Seiten. Mm. Oh fuck, ich muss meinen Sauerstoff besser unter Kontrolle kriegen. Tobi, du musst deinen Sauerstoff besser unter Kontrolle kriegen. Danke für den Tipp, Erik. Ja, gerne. Das ändert alles für mich. Sauerstoff lädt wieder auf, wenn man auftaucht, Tobi. Sag mal. Was denn? War der Tipp nicht gut? Hä? Was soll das denn jetzt? Was machst du auf meiner Seite? Was machst du auf meiner Seite? Was heißt hier auf deiner Seite? Tobi, die Metallkriege beginnen. Du brauchst ein eigenes Floß. Hast du denn Metall tauch gefunden? Hinterher, tauch mir nicht hinterher! Oh nein, mein Haken ist kaputt. Hast du denn Metall gefunden? Vielleicht. Okay, sehr gut. Ich habe auch 3, aber ja, die Ausbeute ist etwas mager.
Ich weiß gar nicht, wie ich gefunden habe. Mit denen, die ich dir gerade geklaut habe, weil man da unten ist noch weitere. Du hast recht, nachts übersieht man die besser. Nachts übersieht man die besser? Also du weißt, was ich meine. Nachts übersieht man die mehr. Aus der Entfernung zumindest. Ja, ja, ja. Die sind ja nicht so bläulich, ne? Mhm. So. Hier noch ein bisschen Schrot. Und ja, ich möchte auf jeden Fall, dass der Entwickler das bis zur nächsten Aufnahmesession überarbeitet. Sonst spiele ich das, das Spiel nicht mehr. Das wäre angemessen. Also das sehe ich halt genauso. Wie man das von uns erwarten kann, sich an die Gegebenheiten anzupassen, bitte. Wir sind Influencer, Tobias. Keine ja. Wissenschaftler. ich hab 7 sogar. Und nice, dann haben wir 10 wieder von der Insel mitgenommen. Das ist ja nicht das so ist schlecht. Ja, schon ein ganz guter Schnitt für die allgemeinen Schnitte hier. Warte, da sind sogar noch 2. Oh. So. Prima. Da ist mir doch glatt der gegarte Lachs aus der Hose gefallen. Oh, apropos, ich muss dringend was essen. Oh, muss ich dringend was essen. Ich esse erstmal 4 nasse Kartoffeln. Und gleich nochmal die ekelhaften Kartoffeln mit verwässertem, mit verpanschtem Wasser runterspülen. Geil. Wir leben dieses Luxus-Life, Tobi. So, hier ist nichts. Hat Tobi schon alles abgesucht hier. Das T steht für Kompetenz. Danke, Erik. Was denn? Sonst ist hier gar nichts, auch nicht irgendwo zwischen. Es ist, ich bin gleich da, ich plätschere nur so gerne durch die Lagune hier. Weißt du, Tobi, machst dich schon wieder über Sprachbehinderungen lustig, ja? Es ist schon wieder soweit, ja? Musst du schon wieder. Sprachbehinderung, bitte. Musst du schon wieder nach unten treten, hm? Musst du schon wieder Schwächere fertig machen in deinen Aufnahmen? Wo haben wir denn dieses komische Seeglibber-Zeug hier? Das muss man erst irgendwie. Hashtag Tobi's Overparty! Was? Okay. Seeglibber? Achso, wo wir. Ja, weiß ich nicht. Ich hab den hier in der Kiste. Hier ist eine Kiste, wo der drin ist. Ich hab's gefunden. Ja, genau. Super. Da war noch ein bisschen was dabei. Ich glaube, das war's hier auch. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Die Sonne geht auf. Und der Ozean ist karg. Okay, die Kartoffeln sehen aber auch ein bisschen falsch aus, wie die da drin hängen. Hm, wieso? Ja, also wenn die reif sind, dann sehen die halt aus wie, naja. Ja, wie so Stauden einfach, ne? Oder was meinst du? Kannst du dir gleich angucken, wenn die wieder reif sind, was ich meine. Meinst du, die sehen aus wie deutsche Hecke oder was? Geil, das Ende der Welt ist da. So. Okay, einen baue ich noch ab und dann komme ich auch wieder an Bord. So. 2 baue ich noch ab, dann komme ich auch wieder an Bord. Ton. Ich glaube, das war's. Ich glaube, da ist nichts mehr. Ich glaube, wir haben die ganze Insel gefarmt. Und es hat sich aber gelohnt diesmal. Ja, ja. Wupp. Das ist richtig. Aber zu viel Sand, zu viel Ton. Ja, da bräuchten wir vielleicht wirklich mal eine eigene Kiste für irgendwie, ne? Ja, hier unten, wie gesagt, hier unten ist noch frei. Wo die Batterie, die leere drin ist. Ja, wir müssen das Lager ausbauen. Wir haben so viel Eisen, wir könnten ruhig Scharniere machen, mehr Kisten bauen. Ja, genau. Das können wir uns gönnen, Tobi. Das haben wir uns verdient. Ah, ich weiß nicht. Soll ich den Anker lichten? Lichten? Mitnichten. Mitnichten. Ich rauche noch ein paar Zichten. Gedreht aus köstlichen Fichten. Fichten? Hm? Fichten? Fichten. Anna, ich mach hier mal wieder Planke platzieren. Geile Eisen einschmelzen. Hast du Eisen für mich, Tobi? Ja, ich pack das in die Kiste hier unten. Okay.
Dankeschön, superst. Geil. 10 Kupfer und jetzt, ich glaube, 15 Eisen haben wir insgesamt gesammelt. Geil. Also ich wäre stolz auf uns, wenn ich es nicht sowieso schon wäre. Ich kann gar nicht stolzer auf uns sein, als ich es bin, Tobi. Nee, das stimmt. Wir sind sehr gut. Wie viel Eisen haben wir insgesamt eigentlich? Weiß ich nicht. Ich muss zugeben, ich habe noch ein paar Eisen bei mir auf Tash. Die muss ich noch irgendwie irgendwo eine Kiste packen. Oder generell vielleicht mal irgendwann eine Eisenkiste machen. Oder eine, zumindest eine Metallkiste. Wir werden für alles Kisten brauchen. Das Boot dreht sich so komisch. Kleben wir irgendwo? Ich glaube, hier sind Steine, kann das sein? Ja, warte, ich drehe die Segel mal ein bisschen anders. Hast du den Anker rausgemacht? Ach so, nee, ich habe den Anker noch gar nicht rausgemacht. Ah, okay. Jetzt ist er weg. Ja, dann mal gucken. Wir sollten eigentlich links ausparken. Ah, wir driften ein bisschen nach vorne, aber es sollte gehen. Ja, sieht gut aus. Und dann drehen wir uns einmal wieder in die Südkurve rein. Ach so, wir müssen eh... Nee, doch nicht. Wir hängen hier gerade an zwei Felsen fest. Ah, shit. Das ist ein Dilemma, du, das sag ich dir. Ist alles kaputt hier unten. Warte. Ich probier mal. Ich dreh mal die Segel dementsprechend, dass wir vielleicht rückwärts rausparken können. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ah, wir sind aber gleich vorbei. Das sieht ganz gut aus. Jo, ja, okay. Jetzt können wir geradeaus. Cool. Geil, Tobi, wir haben es mal wieder geschafft. Mein Gott, jetzt können wir geradeaus fahren. Ist doch wunderbar. Die Menschheit wäre nicht ausgestorben, wenn alle so klug wären wie wir. Klug. Klug. Jetzt ein klug Skywalker? Gut, die Menschheit wäre ausgestorben. Schon längst. Hä? So. Ja, das mit dem Haifleisch ist aber doof, ne? Ach, wir wollten noch eine Trap für den Hai machen. Stimmt, aber die müssen wir halt immer wieder aufbauen, ne? Weil der wird die ja sofort abbeißen, der Spacken. Aber wir wissen ja immer wo. Ja, das stimmt. Wir müssen eine gute Location finden. Das Problem ist aber... Ich glaube, wenn ich ein so ein Ding hier unten raushaue, oder? Das müsste ich ausprobieren, wenn ich ein so ein Ding hier raushaue... Vor allem müssen wir dann auch wissen, wo wir den Grill haben oder alles, ne? Das. Aber später. Hallo. Oh nein, der Hai frisst den Fisch. Oh, ich muss auch gleich was essen. Geht gleich wieder los. Oh, kommt hier kein Müll? Müll? Doch. Doch. Doch, warte, ich muss gleich wieder rein. Ich muss gleich wieder reindrehen, warte. Oh, da vorne links ist eine Insel. okay. Geil, Brethering. Brethering. Oh, nee. Was denn? Kennst du die Videos von TikTok? Nee, was denn? Mit Brethering und Avocado kennst du nicht, ne? Nee. Okay, gut, musst du auch nicht kennen. Ist ganz fürchterlich. Was ist denn da? Nee, das macht aggressiv. Aggressiv? Aggressiv, ja. Okay, nee, kenne ich aber nicht. Nee, da ist halt so eine, die sagt immer Avocado zu Avocado und ach, keine Ahnung. Typischer TikTok-Humor halt. Ah, okay. Wow. Oh, TikTok Originals. Warum machst du da eigentlich noch keine Tanzvideos auf TikTok? Ich habe Angst vor dem Erfolg. Gut, verstehe ich. Ja. So. Ich wäre halt instant der nächste Detlef die Soest, weißt du, da will ich mich ein bisschen vorschützen. Detlef die Soest, Alter, gibt's den eigentlich noch? Schon ewig nichts mehr gesehen, ich glaube, neulich war irgendwas mit dem, aber ich weiß halt auch nicht mehr, was es war. Pam? Ich weiß jetzt nicht genau, was der... Pam! Ich weiß nicht genau, was der jetzt macht. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwas war neulich mit dem. Aber willst du mal so einen Anker bauen vielleicht jetzt? So einen anderen? Weil der braucht Metallbarren und Scharniere. Die anderen Dinger brauchen nur Seilstein und Planke, ne? Ja, okay. Ich habe einen gebaut, aber jetzt schon natürlich auch, ne? Also. Ich habe keine Metallbarren, ne? Ist der ein wenig groß?
Wo kann ich den denn? Vielleicht in der Mitte irgendwo? Wieder so ein Ding? Oder wo macht man einen Anker hin? Oh. Ich verstehe. Tobi, machst du erstmal einen temporären Anker? Ja. Du wirst feststellen, warum. Oh, Alter, wie geil das mit den Fischen hier ist, Tobi. Vielen Dank. Ja, gar kein Problem, ne? Voll cool. Nenn mich Nordsee. Boah, hatte ich auch wieder Bock drauf, da hinzugehen. Boah, ja. Die Dings immer mit Cocktailsoße, die Shrimps und dann Fischbrötchen mit Mayonnaise. Und ja, einfach Fischbrötchen wird mir schon reichen, aber so ein richtig geiles Fischbrötchen wieder. Mmh. Geil, Fisch. Fisch. So. Warte. Ich muss erstmal wieder, weißt du was, ich pack mal Sand und Ton hier rein. Ah, ich sehe, du hast da hinten ausgeräumt. Cool, Tobi. Was hab ich gemacht? Du hast Sand und Ton, glaube ich, ein bisschen ausgeräumt, ne? Oder eingeräumt. Ja, ich habe das eine Paddel weggeschmissen und noch so einen anderen Schmock, der da noch drin war, den wir eh nicht brauchen. Okay, cool. Ich pack wieder Schmock rein, den wir nicht brauchen. So ein paar Scharniere und Metallbarren weggeschmissen. Den ganzen Unrat halt, ne? Ja, das braucht, ganz ehrlich, wer braucht das denn? Oh, kleine Lager können wir eigentlich auch wegschmeißen, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Ja, eigentlich schon. Okay, Schrott. Dann ist da noch dieser komische Glibber. Da ist der Glibber. Den müssen wir auch noch einschmelzen zu richtigen Glibber. Weil der Glibber ist noch kein richtiger Glibber. Nur richtiger Glibber ist richtiger Glibber. Achso, sind wir schon vor Anker eigentlich? Ja, ja. Achso. Bist du schon unterwegs? Ja, ja. Achso, cool. So. Hab auch schon 3 Metallerz gefunden. Geil. Aber sonst ist das hier relativ low irgendwie. Hier gibt's fast gar nichts. So. Seeton. Wie gesagt, also Schrott können wir halt auch brauchen, ne? Ja, das nehme ich mit, wenn ich's finde hier, ja. Steine gibt's hier wieder jede Menge. Und Sand. Geil, Steine. Steine ist mein Lebenselixier. Ja, geil. Dachte ich mir, deswegen habe ich alle mitgenommen. Geil. Schicki Steine. Warte. Sand und Ton nehme ich trotzdem mit, einfach nur, weil man weiß ja nicht. Oh, eine Riesenmuschel. Geil. Ach, siehst du, da wollte ich gleich in der Wiki nochmal gucken, wofür man die braucht. Das ist eine gute Idee. Oh, hier ist auch eine. Lul. Geil. Eine Riesenmuschi, Muschel. Blub. Ja, hier noch ein bisschen Glibber wieder mitnehmen. Oh, ein Haken ist kaputt. Oh, nee. Muss man das Spiel neu starten? So. Musik ist immer schön, wenn die mal kommt. Ich hatte hier schon. Ich hatte hier noch nie Musik gehabt. Nee, du musst bei den Einstellungen musst du Musik auf öfter stellen. Weil das war mir zu still, da habe ich gesagt, ja, mach die Musik lieber mal öfter rein. Kannst du sagen, wie oft die kommt? Warte mal, wo ist denn das? Grafik, Steuerung? Nee, Grafik? Nee, Audio? Ja, bei Audio wahrscheinlich, oder? Ingame-Musik und dann habe ich auf Mittel stehen. Ach, Pause zwischen Musiktiteln. Ja, genau. Ich mach mal keine. Bei mir läuft nämlich die ganze Zeit schon gar keine Musik. Achso, keine wäre mir zu heftig, glaube ich. Dann ist ja dauernd Musik. Ich habe halt keine Musik. Das ist, also da läuft nichts. Vielleicht musst du noch lizenzieren. Gut, das habe ich nicht bedacht. Ah jo, jetzt kommt Musik. Alles klar, gut, dann mache ich auch also, mal auf Mittel. So. Mittel, Leute. So, ich finde hier kein Eisen, ich finde aber nur ein bisschen Kupfer, das war's. Na, Eisen habe ich 3 Stück gefunden, mehr war es aber auch nicht. Geil, boah, jetzt haben wir ausgesorgt. Hier ist aber auch nichts, ne? Ich guck mal auf der Insel selber noch, ob es da noch irgendwas gibt, aber ansonsten ist das hier ziemlich enttäuschend gewesen. Ja, ja, da gehe ich d'accord. Hier ist irgendwie. Aber man kann ja auch nicht immer Glück haben, ne? Das ist eine richtige Scheißinsel. Ja. Die riecht auch so. Plotfist, die Insel guckt die Folge und ist mega depri. Oh. Ich geb mir noch Mühe. Oh, ist eine Kiste. Vielleicht. Ah,
Oh, ein Bolzen. Und ein Nagel. Ja, cool. Ja gut, dann hat die Insel andere Qualität vielleicht. Insel, du bist super. Lass sie nicht hängen, Insel. Oh, kurz auftauchen. Bist auch schon komplett rumgeschwommen. Naja, da kann, auf der einen Seite ist ja gar nichts. Da ist einfach nur generischer Stein. Ah, hier ist halt nichts. Ist... Nee, vergiss es, Insel, du bist scheiße. Oh, ich hab, mir leid, ein bisschen, Insel. Ich hab mir ein bisschen die Beine angebrochen, als ich da eben runtergesprungen bin. Aua. Durch das realistische DayZ-Damage-System, das es hier gibt, meinst du? Ja, die haben das gleiche wie aus The Witcher. Achso, du fällst irgendwo runter, bist sofort tot? Oh, dieser kleine Felsen, da werde ich wohl runterspringen können. Oh, ich steig mal von Plötze ab. Ach ja, good times. So, wo ist... Ach, der Eisen ist da, warte. Fühl ich gleich wieder nach. So, Planke, Planke, Planke. Nö. La da da dam, da 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 da. Brauchen wir denn noch? Wir brauchen bestimmt keine Ananas-Seeds mehr, ne? Wir haben bestimmt genug davon. Oder? Ja, glaube auch. Okay, also geht. Hier kann man noch stacken. Geil. Mach ich direkt. Okay. Okay, also wenn wir später was anbauen, ich glaube eher an Melone. Statt an Ananas. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja. Ja, die Melone ist halt, den Durst macht die halt gut weg, ne? Ja, genau. Durst. Den Hunger irgendwie gar nicht gefühlt. Oh, ich hab schwarzer Samen für Blumen. Ja, nice, pack mal in die Blumenkiste. Da müsste schon schwarzer Samen drin sein. Oh ja, nice, perfekt. Da können wir dann Blumen anpflanzen und dann kommen die Bienen da vielleicht ran. Ja, super. Voll stimmt, hab ich ganz vergessen, wir müssen ja Blumen sammeln. Hast du alle Blumen mitgenommen oder hast du... Nee, es war mehr aus Versehen. Aber ich kann die anderen noch schnell holen gehen. Wenn du das möchtest, Tobi, ich kann auch gehen. Mir ist egal. Ja, ich mach schnell. Na gut. So viele waren es ja tatsächlich gar nicht. Na Farbe gut. Ist egal, ne? Ja. Okay. Na gut. Kann es sein, dass wir weggetrieben sind? Wir waren mal näher an der Insel. Bisschen ja. So. Scheiß Möwen. Scheiß und scheiß Planken. Oh nein, und scheiß Essen. Dass man sich auch nicht satt trinken kann, ne? Ja, oder allgemein irgendwie. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, Essen sollte, egal unterschiedlich von was du isst, sollte mehr halten. Es lohnt sich halt überhaupt nicht hier zu kochen, weil, warum? Mhm. Es bringt sowieso nichts. Vor allem zu zweit muss man halt in so absurden Mengen reinfressen. Das ist, ja. Weiß ich nicht. Ich kaufe mal den gegarten Hering noch. Ich mach schnell in die Kartoffelkiste. Geil. Schwarze Samen. Schwarze? Schwarze Samen. Schwarze Samen sind die besten Samen. Qualitativ auf einem ganz anderen Level. So. Ich ejakuliere nur noch schwarze Samen. Was? Was? Warte. Achso, ich wollte den Grill wieder anschmeißen. Kartoffeln. Achso, und ich muss Planken holen. Haben wir irgendwo blauen Samen? Haben wir noch eine Samenkiste irgendwo? Nee, ne? Dann, ich glaube, daneben war noch eine Kiste mit Samen drin, oder? Ah, okay. Glaube ich, weiß ich aber nicht mehr genau. So, Eisen haben wir auch ein bisschen. Dieser Biofuel, ich würde sagen, wir machen erstmal. Ja, scheiße. Ich baue dann erstmal ein paar Beete neben die Bienen, ne? Ja, auf jeden. Ich weiß natürlich nicht genau, wie viel Beete Optimum auf eine Biene kommen. Oder ob man, wenn man 5 Beete hat, und das ist optimal für Bienen, ob man aber noch 20 Bienen daneben baut und die teilen sich die Beete einfach. Ich denke schon, oder? Das müssen wir alles rausfinden. Warte mal, wo war das denn alles hier?
Wie ist das eigentlich, wenn du Blumen anpflanzt, pflanzt du auch rote Beete? Was denn? Nein. Nichts, Tobi. Nichts. Okay. Gut. Kannst du mir ja per E-Mail antworten. Ich glaube nicht, dass das nochmal passieren wird, Tobi. Oh, lag. Ja. Okay, da gehen nur 5er Stacks. Erich Range, wir sind schon über 36 Minuten. Oh, warte. Das ist nicht Optimum. Aber das zieht eh alles wieder um. Das ist alles nur temporär hier gerade, wenn ich das richtig sehe. Geil, Tobias, geil. Ist das die Blue Man Group? Tobi, den Witz habe ich schon so oft gebracht bei Blumen, dass ich... Tja, was sagt das jetzt über dich aus? Ja gut, auf deinem Channel ist das jetzt neu und aufregend, ne? Klar. So. Ja, nächste Folge oder was? Würde ich mal behaupten, nicht. Ja, nächste Folge dann Blumen pflanzen. Ja. Das geil. Bin ich hart für. Da bist du hart für? Da bin ich hart für. Ich mache erstmal eine rote. Bitte. Tobias, bitte. Der Witz ist auf deinem Channel jetzt neu. Ich habe den schon vor 300 Jahren gebracht. Mein Name ist Erik Rang und ich war vor 300 Jahren schon lustig. Ich glaube, der Tobi denkt, die Folge ist vorbei, deswegen redet er jetzt wieder normal. Ja, nächste Folge oder was? Ja, klar. Ja, geil. Bis zum nächsten Morgen. Ciao, Tobi, ne? Tschüss. Tschüss.